Marcel Mietz, heute bei Body Kitchen. Klau, zeig's mal. Ein Kochbuch mit Fitness- und Gesundheitsrezepten, das werde ich heute ausprobieren. Julian ist auch mit am Start, mit dem duelliere ich mich heute. Und wie das Behind the Scenes aussieht, das bekommt ihr heute in diesem Video. Viel Spaß! Flavio, was ist dein Gedanke zu diesem Dreh? Wie kam es und warum sind wir überhaupt hier? Ja, wir wollten mal was Neues ausprobieren, mal raus aus der gegebenen Situation und irgendwie mal was Neues. Ne? Ein Kochduell, wir haben hier eine wunderschöne Location, direkt im Portugiesenviertel Hamburg beim Body Kitchen Headquarter. Und von daher dachte ich, ist nochmal eine coole Gelegenheit. Wir haben hier mit dem Verlag zusammen geredet, die fanden die Idee auch gut und haben gedacht, machen wir ein kleines Kochbattle draus. Kaffee ist getrunken, Julian sucht gerade aus. Das hier total bewölkt, das heißt, es ist gleich ein Kuchen. Misch, krass, genau. Misch. Ich habe noch ein paar Makroaufnahmen. Jetzt hole ich mir und schau mal nach der Hauptspeise. Achso, das war jetzt schon. Ja, es ging nur darum, dass wir so ein bisschen Aufnahme hast, wie du da rumsuchen musst. Und jetzt hast du was. Ne? Oder? Ja, gar nicht so einfach. Wir müssen gerade diskutieren, wie wir das organisatorisch machen, Töpfe, Pfannen, wie viel wir haben. Was die Rezepte angeht. Das ist alles, was hinter so ein bisschen Kochen steckt. Oder man halt kaufen soll. Wir machen die Muffins und was hast du noch? Pasta Italia. Genau. Ja, super krass, wenn ich mir überlege. So oft habe ich Kochshows angeschaut mit dem Stress, mit dem Fuck, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Und plötzlich stehe ich selber in so einer Kochküche. So sieht es aus. Hier haben wir Gasherd und Induktion. Da nochmal Gasherd und Induktion. Also hier in der Ecke wird das dann gleich stattfinden. Hier, Marcel. Danke sehr. Wir gehen jetzt einkaufen. Ja, wir sind ja zwar eigentlich noch ganz gechillt beim Einkaufen, aber die Aufregung kommt schon so ein bisschen auf. Wieder zurück. Jetzt werden die Zutaten schön präsentiert. Hä, was meint ihr? Wie habt ihr so Mantenten eingebaut? Hier sind so kleine Stolpersteine jetzt, ne? Es geht ja immer auch in so einem Kopf darum, wie man in Drucksituationen sich verhält. Oh weh. Essenscheck, oh Mann, Anfängerfehler, gleich schon mal super kacke aussehende Zitronen geholt. Schon ja, Zubereitungstipps für Garnelen, wie man das ein bisschen geiler alles machen kann. Und so will ich das Ganze gewinnen. Jetzt sieht so aus, dass Julian das nicht macht. Jetzt sitzt er am Computer. Ja, wir werden sehen. Jetzt wird's ernst. Wir müssen loslegen. Ich lege die Kamera beiseite und bin dann gleich wieder für euch da. Flavio, was sagst du so zu meinem Kochstil? Kreativ. Ich glaube, das ist auf den Punkt gebracht. Wir hatten ja nur eine Platte und hast irgendwann gemerkt, es wird eng mit der Zeit und plötzlich schiebst du das Wasser, das Nudelwasser zur linken Seite und versuchst mit 50% die Pfanne und das Nudelwasser irgendwie hinzukriegen. Und auch, ich weiß nicht, was hier, also da liegt plötzlich hier so ein Eigelb, kannst du mal kurz so zeigen? Ich dachte, was ist denn hier los? Plötzlich ganz versteckt unter so einem Teller. Also, ja, man sieht mein Arbeitsplatz und Julians. Das ist, ja, Julian hat da irgendwie ein bisschen sauberer so gearbeitet. Ja. Aber ich würde sagen, dein Stil kann man am besten mit kreativ zusammenfassen. Waren es die Nudeln von dir, die ja hier vorne waren? Ja, ne? Ja, ja, alles. Da war plötzlich die Hälfte der Nudeln war noch im Wasser drin und dann nehme ich die mit diesem Wassersieb raus und plötzlich eine Gabel quer drin. Ja, an Kreativität mangelt es hier, würde ich sagen, nicht unbedingt, ne? Ja. Ist auch eine Stärke. Dafür hast du auch gewonnen. Hier die Tomaten nochmal in so einer extra Form. Schmeckt mega lecker. Ich habe es auch noch gar nicht probiert. Finde ich gut. Habe ich das erste Mal gewonnen. Mhm. Cool, ja.
Weiter so. Danke. Das Hauptvideo gibt es natürlich auf Flavius Channel. Habe ich euch verlinkt. Da gibt es ganz viele Videos zum Kochen, zu Fitness und Körperaufbau. Teilweise mit mir, teilweise mit Julian, aber auch mit den anderen Lauf-Challenge-Contestants. Ein bisschen Behind the Scenes gibt es immer bei mir dann noch, bei Marcel Mietz. Und deswegen sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.